Hallo meine Lieben, heute habe ich mal ein Unboxing-Video für euch und zwar habe ich heute dieses Päckchen von Amazon bekommen. Da sollen 30 bunt gemischte Nagellacke drin sein und die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ich bin nämlich schon total gespannt, was drin ist. Ich habe das Päckchen schon mal aufgeschnitten und auch hier drin, das ist nämlich solche luftgefüllte Knisterfolie, die habe ich auch schon mal aufgeschnitten. Und dann gucken wir uns mal an, was für Nagellacke hier drin sind. Ich habe für diese 30 Nagellacke knapp 26 Euro bezahlt. Und der Grund, warum das so günstig ist, ist, dass das Restbestände sind. Und deshalb eben noch im Restbestand sind und günstig rausgeschickt werden. Es sollen aber auch Marken-Nagellacke drin sein von zum Beispiel Essie oder Sally Hansen oder sogar OPI. Und dann schauen wir mal. So, am Ende bleibt dann diese Tüte mit den bunten Nagellacken übrig. Und die schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. So, und hier sind jetzt erstmal alle ausgebreitet. Das hier sind alles Catrice-Nagellacke. Hier ist einer von Manhattan dabei. Dann drei Sally Hansen-Nagellacke und ein OPI, worüber ich mich echt sehr gefreut habe. Das sind alles Essence-Nagellacke und hier sind auch nochmal ein paar von Catrice. Dann habe ich insgesamt auch noch 7 Nagellacke doppelt. Das kann, denke ich, passieren. Schade ist, dass ausgerechnet 2 von den Sally Hansens doppelt sind, obwohl die Farbe ja auch wirklich richtig schön aussieht. Ansonsten sind vor allem Essence Nagellacke doppelt, die 3. Und die 2 von Catrice. Insgesamt waren in meinem Päckchen sogar 33 Nagellacke statt nur 30. Von daher finde ich das nicht so schlimm, dass 7 Nagellacke doppelt sind. Wie gesagt, schade, dass von Sally Hansen 2 doppelt sind, weil nämlich insgesamt dann sogar 5 Sally Hansen Nagellacke drin waren, was echt gut ist. Nur ein OPI, aber immerhin. Das ist auch schon sehr cool. Und ich freue mich gerade noch total über diese Nagellacke, weil hier auch wirklich ein paar mit so einem Glitzereffekt dabei sind, ein paar, die so einen metallischen Ton haben. Es könnte vielleicht ein bisschen bunter sein, weil wir hier doch viele Pastell-, Rosa- und Pinktöne haben und dann diese Nude-Töne hier und dann mal einen grünen und einen so ein, ja, die Farbe finde ich jetzt gar nicht so ansprechend, eher so ein grün-gelb-Ton. Insgesamt haben wir dann 12 Nagellacke von Essence, 10 von Catrice, einen von Manhattan, 3 von Sally Hansen und einen von OPI plus die 7, die eben doppelt waren. Alles in allem finde ich das richtig, richtig cool und ich freue mich total, diese Nagellacke auszuprobieren nach und nach. Und die werdet ihr dann bestimmt auch nochmal in meinen Videos sehen, die einzelnen Farben, zumindest den einen oder anderen davon. Mein Fazit dazu ist also, dass ich es auf jeden Fall wieder machen würde, jetzt nicht sofort, weil ich jetzt ja schon wieder ganz, ganz viele neue Nagellacke hier liegen habe, aber vielleicht in einem Jahr oder in anderthalb Jahren könnte ich mir absolut vorstellen, das nochmal zu machen, weil die Überraschung auch total schön ist und man wirklich aufgeregt ist, um zu sehen, was hier alles drin ist. Und ich eben selber auch mit der Ausbeute wirklich sehr zufrieden bin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.